Meine Lieben, ja, so schnell sieht man sich wieder. Ich habe gerade eben das Video abgedreht, in dem ich euch erklärt habe, warum es in den letzten Wochen so ruhig war hier auf meinem Kanal. Aber der Alessandro, der ist jetzt gerade so lieb und passt auf den Liam auf. Mal schauen, wie lange das gut geht. Ich hoffe, dass ich es schaffe, euch jetzt diesen DM-Haul abzudrehen, den ich euch im letzten Video schon angekündigt hatte. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration für euch. Ich habe ein paar Sachen getestet und kann euch ein bisschen was dazu sagen. Also es sind schon mal zwei Fails mit dabei. Kommen wir jetzt gleich dazu. Unser DM hat übrigens auf die dekorative Kosmetik, seht ihr, das meine ich, ne? Das hatte ich im vorigen Video auch erklärt. Laut Alessandro. Ja, im Lockdown Videos drehen. Jedenfalls hat unser DM 50% auf dekorative Kosmetik, aber nur deshalb, weil die umziehen. Wir bekommen einen ganz, ganz großen DM, da freuen wir uns mega doll drüber, denn bisher ist es bei uns im DM so, dass du quasi reingehst, 1,5 Minuten später wieder rausgehen kannst, weil du schon durch bist. Also der ist wirklich mini klein. Und deshalb gibt es 50%, aber die Sachen sind top aktuell, die findet ihr in eurem DM auch, aber leider wahrscheinlich nicht zu dem Preis. Also, wir starten, lang genug gelabert jetzt, mit einer Foundation, die sich tatsächlich als Fail für mich rausgestellt hat von Trended Up. Dafür habe ich 2,50 Euro circa bezahlt. Ich dachte, komm, die probierst du mal aus. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich meine Bourjois Foundation verwende. Die ist aber leer und ich habe vergessen, die bei Amazon zu bestellen. Und deshalb ja, war ich eben gerade bei DM und dachte, komm, nimmst du mit, damit du Foundation hast. Aber die ist echt nicht gut. Zum einen funktioniert diese Pipette überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe das dann immer so rausgeholt und schmier mir das dann so richtig komisch ins Gesicht. Sie riecht total unangenehm, richtig chemisch, will ich schon fast sagen. Lässt sich überhaupt nicht verteilen, ist richtig zäh. Und also, nee, die ist wirklich nix. Die nennt sich 035 Sensitive Balance and Cover Makeup. Also für mich war die nichts, aber das empfindet natürlich auch jeder anders. Gar kein Vergleich zu meiner Bourjois Healthy Mix Foundation. Dann machen wir weiter mit Nagellack. Ja, da habe ich tatsächlich zugeschlagen. Ich zeige euch jetzt erstmal meinen liebsten Nagellack, nämlich den hier. Jeder, der mir schon länger folgt, der kennt den auch, und zwar Sheer Lack von Essie. Den liebe ich total und da werde ich auch immer danach gefragt, vor allen Dingen auf Instagram, weil ihr da auch etwas deutlicher meine Finger seht. Jetzt Gott sei Dank nicht so sehr, die sehen nämlich richtig übel aus, aber ich habe keine Zeit, sie zu lackieren. Jedenfalls habe ich mir das gleich in zweifacher Ausführung gekauft, war wie gesagt um die Hälfte reduziert und deshalb habe ich mir direkt ein Backup mitgenommen. Dann wollte ich auch mal diese Variante hier ausprobieren, Vanity Fairest. Ist ein bisschen mehr rosalastig, würde ich jetzt mal sagen. Ich blende euch das separat ein. Die Bella träumt gerade schlecht. Bella? Bella, alles okay? Bella? Bella liegt hier. Alles okay? Hast du schlecht geträumt? Ja, wie gesagt, so Videos zu drehen, ne? Hatte ich euch davor alles erklärt im Video. Dann habe ich mir, da kommen wir direkt noch zum Fail, diesen hier gekauft von Essie. Der nennt sich Wireless is More. Und den trage ich auch gerade. Den könnt ihr jetzt ganz schlecht erkennen, weil mich hier die Softboxen total anblenden und ich total überbelichtet bin wahrscheinlich. Aber es musste jetzt total schnell gehen. Also der ist wirklich nichts. Den finde ich richtig hässlich sogar, muss ich wirklich zugeben. Der gefällt mir gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass meine Mama den toll findet. Ja, so ein bisschen zart lila. So ein lila Stich hat er, ja. Violett, genau. Der war also schon mal nix für mich. Dann habe ich mir diesen hier gekauft von Essie. Ich finde ja das Packaging auch mega, mega schön. Der nennt sich, ich sag's euch, Spiked with Style. Den finde ich richtig schön auf den Nägeln. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ist eigentlich so ein Herbstton, aber ich mochte ihn trotzdem jetzt nochmal nachkaufen. Ja, und jetzt ist meine Kamera ausgegangen. Es ist wie verhext. Also ich habe mir jetzt hier noch Wicked nachgekauft von Essie. Den habe ich tatsächlich auch schon. Neigt sich aber schon dem Ende und deshalb habe ich mir jetzt hier einfach mal ein Backup gekauft. Ist eigentlich auch eher eine Herbstfarbe. Aber
mag ich eben super gerne von Essie die Nagellacke. Die sind ja wirklich richtig schön, auch vom Pinsel her, vom Auftrag. Ansonsten habe ich noch andere Nagellackfarben gekauft für Familie in Italien. Hier von Catrice, da finde ich das Packaging auch richtig, richtig schön. Und zwar einmal die 73 I Have a Blush on You und die 102 Ready Set Taupe. So sehen die jetzt aus. Und dann machen wir weiter für die Familie in Italien. Also für die Angela, sagen wir es mal so, habe ich die BH Cosmetic Palette gekauft, die eben auch 50% reduziert war. Golden Twilight nennt die sich. Da fand ich die Farben auch mega, mega schön. Ich hatte erst überlegt, die für mich mitzunehmen, aber ich habe die Farben schon und da. Damit mache ich eben, wie gesagt, der Angela eine große Freude. So sehen die Farben aus. Das sind ja so Farbtöne, die ich super gerne mag. Und dann mache ich mir auch immer so einen Goldton noch mit drauf. Mega, mega schön. Und oh mein Gott, jetzt seht ihr auch meine Fingernägel. Richtig heftig sehen die aus. Schnell wieder weg von der Kamera. So, also diese Palette ist wie gesagt für die Angela. Und auch diese Palette habe ich jetzt hier noch für die Angela gekauft. Also für das Patenkind meiner Mama. So rum für alle, die mir noch nicht schon so lange zuschauen. Und zwar die Maybelline Palette Blushed Nudes. Nennt die sich. Die kann ich jetzt leider nicht aufmachen, weil es zugeklebt ist. Ja, aber wie gesagt, die war ja auch um die Hälfte reduziert und habe ich mir gedacht, komm, für 5 Euro kannst du die mitnehmen. Da freut sie sich. Dann habe ich ihr noch einen Blush mitgenommen von Catrice 040 Berry. Den fand ich vom Farbton her auch richtig schön. Die ist allerdings ein bisschen heller. Die Angela vom Hautton und da denke ich, würde der super gut passen. Also für mich wäre er definitiv zu hell, den würde man bei mir jetzt kaum sehen. Und dann habe ich ihr von Maybelline noch eine Powder mitgenommen. Eine Powder Foundation, besser gesagt. Ja, die soll 16 Stunden halten. Ich frage mich halt tatsächlich, wer 16 Stunden sein Make-up drauf hat. Vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit. Wahrscheinlich die wenigsten, ne? Und dann habe ich noch hier von Catrice ein Sunglow mitgenommen. Das kann ich jetzt, doch, kann ich aufmachen. Ja, das sieht jetzt so aus. Auch richtig schön. Riecht auch total gut. Jetzt überlege ich gerade. Nee, ich hab welches. Das brauche ich nicht. Das wird definitiv verschenkt. Vor allen Dingen, also wenn man bedenkt, so 50%, dann schlägt man dann doch bei einigen Dingen zu. Weil man sich denkt, Mensch, komm, ne? Für, also jetzt hier so ein Nagellack für 1 Euro noch was. Kannst du mal mitnehmen. Ja, also dann habe ich ihr auf jeden Fall noch von Trend It Up eine Foundation mitgenommen. Die Lash Lure Mascara. Waterproof ist die. Da hat mir aber das Packaging eigentlich nur total gut gefallen. Ich kenne die nicht. Ich weiß auch nicht, was sie kann. Aber ich fand das Packaging, wie gesagt, total schön. Im Gegensatz hier zu der The Colossal Go Extreme Mascara von Maybelline. Die kenne ich schon. Und deshalb habe ich sie jetzt auch nachgekauft. Die wird definitiv auch an die Angela gehen. Ich habe meine Mascara ab. Ständig geht die Kamera aus. Echt, alle Steine dieser Erde werden mir in den Weg gelegt hier, um ein Video zu drehen. Also, ich habe Mascara und deshalb brauche ich sie nicht. Aber ich weiß, dass sie richtig gut ist und für den Preis, also ich glaube, ich habe 4 Euro noch was dafür bezahlt. Richtig, richtig toll. Und weshalb ich eigentlich in den DM gegangen bin, wäre der Grund, dass ich, das war gerade kein Deutsch, ich weiß, dass ich einen Augenbrauenstift noch gebraucht habe, denn meiner von Benefit ist jetzt definitiv leer, also da ging gar nichts mehr, wirklich. Und deshalb wollte ich in der M, ich wusste gar nicht, dass die 50% haben und ich habe mich jetzt hier für den von L'Oreal entschieden, den hatte ich schon mal. Und für den Preis habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du gleich 2 mit. Und zwar Ebony nennt er sich, 109 und der ist ganz, ganz fein. Und er hat hinten auch nochmal ein Bürstchen. Ich weiß, dass ich damals so enttäuscht war, dass er so schnell leer war. Aber für den Preis habe ich mir gedacht, komm, da kannst du nichts falsch machen. Und den anderen, den habe ich jetzt da schon an meinem Schminkeck. Kann ich euch auch gleich noch zeigen. Ist aber ein anderer. Der ist dicker. Ja, und den werde ich dann tatsächlich auch länger verwenden. Aber hier habe ich jetzt schon mal Backups. Und dann habe ich mir von L'Oreal noch gekauft, diesen Lip Liner hier, den fand ich vom Farbton so, so schön. Ich fand den so ansprechend, obwohl ich eigentlich relativ selten Lip Liner verwende, musste ich den haben. Und der ist auch schön weich. Ich mag das ja nicht, wenn die Lip Liner so hart sind, denkst du dir, oh mein Gott, du kratzt dir da jetzt gerade deine ganze Lippe auf, irgendwie gefühlt. Also der ist so schön und dann einfach ein Lipgloss dazu, dann vermischt sich das so ein bisschen, sieht richtig, richtig toll aus.
Und für den regulären Preis, bin ich ehrlich, hätte ich mir nicht gekauft, war mir zu teuer und für den Preis habe ich zugeschlagen. Ansonsten habe ich jetzt hier von L'Oreal noch einen Lidstrich oder Eyeliner, Lidstrich, ja genau, einen Eyeliner gekauft hier. Perfect Slim by Superliner. Ja, den hatte ich schon mal, da fand ich die Spitze auch total gut. Die ist nicht so, also manchmal sind die ja so dünn und so lapprig, sagt man bei uns. Das Wort gibt es wahrscheinlich hier auf YouTube gar nicht. Also da habe ich echt Schwierigkeiten, auf jeden Fall einen geraden Lidstrich zu ziehen. Und mit dem geht es wunderbar. Die Spitze ist zwar schön dünn, aber wie gesagt, man hat noch einen guten Widerstand. Wie soll ich das erklären? Ich bin raus, ne? Merkt ihr, gell? Dass ich schon lange keine Videos mehr gedreht habe. Ja, dann habe ich ansonsten noch von Alverde diesen Blush hier mitgenommen, den Holographic Rouge. Und dann habe ich von Alverde noch dieses Teilchen hier mitgenommen, ein Micellenreinigungswasser. Das hat mich doch total angesprochen, das hat nur 1 Euro gekostet. Dachte ich mir, komm, mein Micellenwasser ist leer. Probierst du das mal aus? Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe schon ein bisschen was probiert, also 4 Mal jetzt ungefähr auf dem Wattepad. Lasst mich das noch eine Weile testen, denn man sieht es natürlich nicht gleich, was es mit der Haut macht, ne? Ob es irgendwelche Unreinheiten hervorruft. Da werde ich euch auf jeden Fall berichten. Ansonsten habe ich noch dieses Bronzing Puder mitgenommen, ein Matt Bronzing Puder vor allen Dingen hier mit dieser schönen Einstanzung. Das riecht auch total gut. Und bei Essence wollte ich eigentlich ein bisschen mehr kaufen, aber das war schon relativ abgekrabbelt. Einfach für die Angela, wie gesagt, die ist noch sehr jung, die ist jetzt 16, schminkt sich jetzt noch nicht so sehr. Na, also ihr Papa ist sehr, sehr streng, so wie meiner damals. Ich durfte mich auch nicht schminken. Jedenfalls ja, kann sie damit entweder in die Lidfalte, ne, das Ganze verblenden oder eben so ein bisschen ja, sonnengeküssten Glow auftragen und ein bisschen ihr Gesicht konturieren. Ansonsten habe ich jetzt hier von Catrice noch diesen Lippenstift mitgenommen. Oh nein, der hat schon einen Ditcher. Okay, den muss ich jetzt für mich verwenden. Ja. Boah, der riecht ja total gut. Also den kann ich jetzt nicht mehr verschenken, aber der ist vom Farbton auch richtig toll. Kann ich euch auch gerne mal swatchen. Und zwar ist es die Farbe 040 Exotic Nude. Ja, also das ist doch kein Nude-Ton, oder? Sieht eher aus wie so ein Rosenholz. Naja, gut, ich werde sehen, wie der auf meinen Lippen wirkt. Vielleicht dann im nächsten Video für euch. Und dann habe ich noch ein bisschen Nagellack mitgenommen, beziehungsweise nein, stopp, ich habe noch einen Lippenstift gekauft von L'Oreal, Colorige. Spreche ich jetzt nicht aus. Ist nämlich hier Französisch und Französisch kann ich nicht sprechen. Das ist die 124. Mega, mega toll. Hatte ich den etwa zusammen, ich glaube, ich hatte den zusammen hier mit dem Lip Liner gedacht. Und da war sie wieder aus, die Kamera. Die wird zu heiß, deshalb. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das scheinbar zusammengedacht. Also, Nagellack wird die Angela auch noch bekommen. Jetzt hier einmal noch von Catrice, die 92 Nude Not Prude. Fand ich auch mega schön. Und das Packaging, ne, von Catrice ist auch echt genial, habe ich ja vorhin schon gesagt. Die 93 So Many Polish So Little Nails habe ich ihr noch gekauft. Da wird sie sich sehr drüber freuen. Ich denke, damit wird sie ihrer Mama die Nägel lackieren, denn das ist ein Nude-Ton, das geht, das ist dezent. Also mit so heftigen Farben, da kann sie dann nichts mit anfangen, die Mama. Und von Maybelline habe ich jetzt hier noch 2 schöne Farbtöne mitgenommen. Die sind jetzt allerdings, habe ich glaube ich gedacht, für mich der eine, die 352. Das ist ein schöner Rotton. Und die 353, das ist so ein Blutrot. Ja, der geht mehr so ins Bordeaux. Ja, die beiden durften noch mit und dann letztendlich passt gar nicht, zu guter Letzt, sagen wir es so, hier von Maybelline Color Show 357 und die 70. Ja, auch ein schöner Newton. Der geht noch an die Angela. Ja, so machen wir es. Genau. Und der kann eigentlich auch an die Angela. Ich habe ja den von Essie. Ist das ein Dupe? Könnte das ein Dupe sein? Muss ich mal ausprobieren. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Naja, okay. Also, das war's, meine Lieben, soweit. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, beziehungsweise habe ich euch die Trended Up Palette schon gezeigt? Nein. Die Face Lights Palette. Das ist aber eine Highlighter Palette. Das kann ich schon aufmachen, das geht. So,
die sieht auch richtig schön aus. Da gibt es verschiedene Highlighter-Töne. Ganz, ganz toll. Hier der, den mag ich super gerne. Ich kann es euch jetzt nicht swatchen, weil ich das, wie gesagt, verschenken möchte. Aber ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Ja, ganz, ganz toll. Da wird sie sich mit Sicherheit drüber freuen. Ich weiß, dass sie das auch auf ihr Augenlid macht. Ja, genau. So, okay, meine Lieben, das war es soweit von meinem spontanen, etwas chaotischen DM-Haul. DM-Haul. Vielleicht war das ja eine kleine Inspiration oder ihr hattet jetzt einfach Freude, mir zuzuschauen, mir zuzuhören und zu sehen, was ich gekauft habe bei DM. Wie gesagt, diese Sachen haben jetzt eine weite Reise vor sich. Da war noch ein. Ah, ich habe tatsächlich 3 gekauft, ja. Für die Augenbrauen. Also ich bin erstmal versorgt. Naja, bei 50% muss man eben auch zuschlagen. Ja, also wie gesagt, vielleicht hattet ihr Freude daran. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlasst. Schreibt mir gerne, ob ihr davon irgendwas nachshoppen werdet, ob ihr irgendwas Tolles Neues bei DM entdeckt habt und ich mir das unbedingt nachkaufen sollte. Denn jetzt habe ich die Möglichkeit, bald, in ein paar Tagen, wie gesagt, Neueröffnung hier bei uns. Ich freue mich. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich nur das Allerbeste. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht da draußen und dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Danke fürs mit dabei sein. Muah.